Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer halben Stunde unter vier Augen mit dem Allgäuer Kabarettisten, Schauspieler, Filmemacher und Banker Maximilian Schaffroth. Schön, dass du bei uns bist, Maxi. Ich freue mich, dass ich eingeladen bin. Hallo. Um dich mit einer kurzen Floskel zu beschreiben, wird ja immer gerne diese Alliteration gebraucht, Bauernbub und Banker. Jetzt fange ich mal mit dem Bauernbub an. Wie begrüßt man sich denn so bei dir daheim im Allgäu? Wie man sich im Allgäu begrüßt? Also man, jetzt im direkten Vergleich zur Bank, man begrüßt sich sehr minimalistisch. Das ist vielleicht auch so eine Note des Allgäus. Wir sind schon so eher eine Region, die versucht, ihren Ausstoß an Worten pro Tag auf ungefähr null zu reduzieren. Also auch wenn man sich jetzt am Stammtisch gegenüber sitzt, dann kommt irgendwann halt immer so eine Regung, so, dass man sich wahrnimmt und irgendwann dann vielleicht so... Das war die Begrüßung. Also mehr gibt es dann oft gar nicht. Es werden gar keine richtigen Worte formuliert. Gerade wenn man sich schon ein bisschen länger kennt, spart man gern an Worten. Das finde ich aber eigentlich ganz sympathisch, weil das ja auch heißt, dass die Allgäuer so telepathisch miteinander auch kommunizieren können. Ja, schon. Gerade am Stammtisch ist das so. Also der Stammtisch ist wirklich... Wahrscheinlich hat man Stammtisch irgendwann mal erfunden, damit die Leute sich zum Reden treffen. Im Allgäu ist es nicht so. Da trifft man sich am Stammtisch zum kollektiven Schweigen. Und das hat was total Meditatives. Aber irgendwie sind die Leute doch im Kontakt. Also auch wenn die alle so auf ihre Weißbiergläser starren, die sind trotzdem miteinander verbunden. Ja, das meine ich. Dieses Telepathische, das ist ja eine hochentwickelte Form der Kommunikation. Ja, minimalistische Kommunikation. Ja, also wirklich, das pflegt der Allgäuer also par excellence. Und dafür liebe ich es aber auch. Das war halt ein starker Kontrast zu dem, was ich dann in der Bank erlebt habe. Also Bauernbub und Banker. Ja. Ich habe in deinem Programm gelernt, in deinem Bühnenprogramm, den Banker muss man eigentlich immer fragen, wie bist du heute aufgestellt? Ja, ich habe das dann so gemerkt, als ich in die Bank gegangen bin, gerade die Seminarredner in der Bank, die dann immer so, also beginnen mit ganz kurz zu meiner Person, mein Name ist Dirk Fritzenkötter, aus welcher Ecke komme ich? Ich komme eher so aus der Ecke Corporate and Leverage Structured Finance. Wie bin ich aufgestellt? Ich bin heute relativ breit aufgestellt, bin ziemlich tough aufgehängt mit meiner Abteilung. Also das sind halt so Sätze, auf die man einmal weniger kommen würde. Ich und das ist ja in deinem Fall wirklich dem wahren Leben abgeschaut. Ja, also mein Programm ist schon ein Spiegel meines Umfelds. Deswegen verändert sich das Programm auch ständig. Ich kann dann immer nichts für mich behalten, dass ich jetzt sage, ja, jetzt spare ich immer was für ein neues Programm, sondern ich muss das dann immer gleich einbauen und dadurch lebt das Programm halt so mit dem, was ich erlebe. Ja. Und wie bist du jetzt heute aufgestellt? Ich bin relativ schlank aufgestellt. Ja, so sieht jemand aus, der im Alkohol aufwächst mit einer Laktoseunverträglichkeit. Also da gibt es wenig Chancen zum Zunehmen. Aber ich bin solide und schlank aufgestellt. Ja. Geht's dir gut heute? Ja, mir ja, geht's gut. Wunderbar. Doch. Geboren in Stephansried im Unterallgäu am 2. April. Hm. Würdest du jetzt sagen, knapp daneben? Es wäre beinahe der 1. Oder ist es dir vielleicht sogar ganz recht, dass es nicht der 1. April geworden ist? Nein, es ist mir nicht recht. Ich hätte gern gehabt, dass es der 1. April geworden wäre. Hätte ich irgendwie nicht gefunden. Aber meine Mama hatte immer so gesagt, weißt, die haben damals extra eine halbe Stunde später draufgeschrieben. Ich bin schon am 2. April zur Welt gekommen, aber man hätte schon mit ein bisschen gutem Willen hätte man den ersten daraus machen können. Ja, wenn ich die erwischt, die das verbrochen hat. Also du wärst ganz gerne ein April-Scherz geworden. Ich hätte nichts dagegen gehabt. Ja, hätte auch zu deinem zumindest bisherigen Leben ganz gut gepasst. Also ich bin fast einer. Ja. Stephansried, wie haben wir uns diesen Ort vorzustellen und seine Bewohner? Stephansried hat jetzt mittlerweile, glaube ich, nur noch so um die 80 Bewohner, ist im Unterallgäu bei Otto Beuren und es ist idyllisch, ja, lauter Landwirte. Und also als Kind hat man halt da relativ unbeschwertes Aufwachsen. Also man geht viel mit Kälbern umher. Wir haben wirklich sind mit Kälbern Gassi gegangen in Stephansried. Am berühmten Kälberstrick. Ja, am Kälberstrick. Wenn man dann also es war eigentlich nie langweilig, das war das Schöne. In Stephansried war es nie langweilig. Also man hat einen Berg gehabt und da hat man halt dann Seifenkiste gebaut, wenn es langweilig war und immer ohne Bremse im Bergen runter. Das werde ich nie vergessen. Ich bin wirklich mit der Seifenkiste ohne Bremse im Bergen runter. Und der Berg ist extrem.
Und das ist außer Kontrolle geraten. Und ich bin dann aus der Seifenkiste rausgesprungen und habe noch geschrien, weil da waren noch zwei Freundinnen von mir in der Seifenkiste drin. Ich habe geschrien, ich rette euch. Und dann bin ich auf den Asphalt aufgeknallt. Und die beiden sind ganz langsam in die Wiese hineingefahren. Und ich muss dann zum Nähen. Also man hat so alles erlebt. Und vor allem, man hat auch erlebt, als Bauernkind, da verschenkt man halt oft sein Herz auch an Tiere, die dem Tod geweiht sind. Und wir haben also eine unendliche Liebe zu unseren Kälbern entwickelt. Also unser Locky. Der Locky war wirklich der Star im Dorf. Der Locky, der hat so einen Elvis-Locky gehabt. Und wir haben den Locky, also wenn dann die Liebe zu einem Tier schon in eine Art Aggression ausartet, wir haben den Locky immer so im Schwitzkasten gehabt. So, das ist mein Locky, dem darf keiner was tun. Und der Locky, also der Locky, vielleicht konnte er was damit anfangen, aber ich glaube, wir haben es ein bisschen übertrieben. Da haben uns die Eltern dann wieder eingefangen. Also es war ein unbeschwertes Dorfleben. Aber nicht einfach für ein Kind, weil irgendwann war Locky dann ja nicht mehr da. Und ich nehme an, seine Lebensfrist war nicht so üppig bemessen, oder? Wir sind zu unserem Vorteil von unseren Eltern da immer ein bisschen belogen worden. Die haben dann irgendwann einfach ein anderes Kalb in die Box vom Locky hineingetan. Und wir haben das gemerkt natürlich. Also der und Locky, einfach gesagt, der hat einen neuen Friseur. Ja, der Locky hat sich ein bisschen verändert über Nacht. Und ja, in Wahrheit war der Locky schon lange auf dem Tisch als Wurst. Oh mein Gott. Aber mit sowas lernt man halt dann umzugehen. Es ist die Wahrhaftigkeit der Landwirtschaft. Ja, das Echte. Ja. Unverfälschte. Stephans Ried, habe ich herausbekommen, ist ja auch der Geburtsort von Sebastian Kneipp. Also, da habe ich mir doch die Frage gestellt, ist dieser kleine, relativ unbekannte Ort vielleicht doch sowas wie ein Hort der Erneuerer, der Querdenker, der Künstler, der Visionäre? Es ist der ganze Stolz von Stephansried, der Wasserdoktor Sebastian Kneipp. Und ich möchte sagen, Stephansried ist schon... Es ist schon ein besonderes Dorf. Ja. Es sind viele aus unserer Generation in künstlerische Berufe gegangen. Und das ist jetzt am Nachbardorf, haben jetzt zum Beispiel viele einen Hof übernommen. Das ist bei uns nicht so an der Tagesordnung. Man schaut schon eher ein bisschen hinaus, was es so gibt. Und vielleicht kommt man irgendwann mal wieder zurück. Also alles andere als klein kariert oder engstirnig in Stephansried. Das habe ich auch den Eindruck. Es ist, ja. Das ist auf gar keinen Fall. Ja, hast du jemals Kneipp-Methoden angewendet, selber persönlich? Ich habe meinen ersten Film mit 12 Jahren über eine Dokumentation über die Wirkung der Kneippschen Wasserkur, der dann auch einmal im Kneipp-Museum gezeigt wurde. Und, festliche Premiere. Ja, genau. Das war damals mit Schule, habe ich das gemacht. Und da habe ich also genau erklärt, wie man die Kneippschen Anwendungen macht. Und wobei dieser Film in eine ganz absurde Richtung ausgeartet, weil ich noch einen Freund von mir eingebaut habe, der also so Kräutertipps gegeben hat. Der war dann die Kräutermurzel und konnte kaum aufrecht gehen und sagt, sie müssen Brennnessel in einen Leinensack geben und dann machen sie einen Brennnesseltee. Und dem haben wir dann so einen Strumpfhose von meiner kleinen Schwester aufgesetzt. Der hat dann zwei so riesige Hörner gehabt. Also das haben die dann beim Kneippmuseum auch nicht verstanden, aber gelacht haben sie trotzdem. Das war der erste Film, den ich gemacht habe. Und du hast eine Großtante, die dem Pfarrer Kneipp hingebungsvoll gehuldigt hat, habe ich gelesen. Ja, die Tante Sophie, die war Handweberin und Dichterin. Das ist einmal ein Berufsbild. Ja. Ja? Die hat Gedichte geschrieben über den Sebastian Kneipp. Und das waren dann eigentlich meine ersten Auftritte vor Publikum. So mit 6, 7 Jahren war dann am Kneipp-Denkmal, ein paar CSUler waren da und da hat dann der Maxi die Kneipp-Gedichte gesagt und das war schon, da war ich wahnsinnig aufgeregt. Und du kannst dann noch die eine oder andere Strophe? Ein Ausschnitt aus meiner, Sebastian Kneipp. Sie hat immer gesagt, du hast ausmalen mit den Händen. Sebastian Kneipp, ein feiner Bub, hat nachgedacht, hat Bücher gelesen. Schlägt's den wohl auf eine andere Spur? Das ist ein Ausschnitt von meinem Kneipp-Gedicht. Ja. Dein erster öffentlicher Auftritt mit diesen Gedichten von der Großtante. Ja, wunderbar. Die war also da ganz stolz da drauf. Also die Karriere vieler Bühnenkünstler, die hier bei uns zu Gast sind, hat ja oft schon eigentlich, wenn man es genau nimmt, so im Kindergarten begonnen
oder später dann auch in der Schule. Also da gab es oft auch ganz pfiffige Lehrerinnen und Lehrer, die das erkannt haben und die den dann so schon ein kleines Forum gegeben haben? Ja, im Kindergarten war es noch nicht so. Da musste, also für mich war das immer schwierig, wenn was vorinszeniert war. Also im Kindergarten haben wir immer so extrem strukturierte Theaterdarbietungen gemacht, wo ich dann also ein Frosch sein musste, der 5 Schritte in die Richtung geht, dann kurz in sich geht und dann 5 Schritte in die Richtung. Und das fand ich ganz schlimm. Aber dann in der Schule habe ich eine Lehrerin gehabt, die hat das irgendwie gemerkt. Also gut, sie hat natürlich gemerkt, dass ich nicht ruhig war. Und sie hat sich dann irgendwann überlegt, wie stelle ich den ruhig? Und sie hat mir dann am Montag immer 5 Minuten gegeben, von 8 bis 5 nach 8. Da durfte ich ihr Pult, ich bin auf ihr Pult draufgestiegen und durfte dann also was vorspielen. Dann habe ich immer einen Stuhl genommen, so eben diese Holzstühle mit diesem Ausschnitt da rückwärtig. Und da habe ich dann also wie so eine kleine Theaterbühne gehabt auf dem Pult. Dann habe ich dann so mit so kleinen Tieren Stallbegebenheiten nachgespielt. Und da haben dann meine Klassenkameraden sich gefreut. Und ich habe mich dann auch gefreut und dann war ich ruhig. Das hat dann ein paar Stunden angehalten, diese Ruhe. Und dann ging es wieder los. Aber ich durfte halt dann immer erst wieder am Montag. Ja. Also so ein richtig so ein Stuhllehnentheater, könnte man sagen, war das so. Aber ja, ja. Sehr, sie hat auch, zauberhaft. Sie hat das auch aufgezeichnet. Also sie hat ein Band mitlaufen lassen und ich hoffe, ich kriege das irgendwann, weil das erste Zeugnis ist, die Kneipsachen sind nicht aufgenommen worden, aber das, wie ich da vor der Klasse eben da erzählt habe, wie der Locki sich im Kälberstrick verhängt und dann auf eigener Kraft wieder rausfindet. Es waren auch immer dramaturgisch sehr strukturiert. Dinge. da gibt es Aufnahmen, die will ich bald haben. Als einziger Sohn in der Familie, du hast noch 2 Schwestern, nehme ich an, war ursprünglich wahrscheinlich gedacht, dass du den Hof übernimmst. Ja. Deine Vorstellungen sind aber, glaube ich, von Anfang an nicht in die Richtung gegangen. Als Kind hat es mich schon interessiert. Also klar, ich mein, mit Tieren und so und Bulldog und Zapfwelle und Kipper und das finde ich natürlich toll als Kind. Aber irgendwann kam dann die Zeit, wo es mich nicht mehr so interessiert hat. Aber meine Oma war eigentlich die treibende Kraft. Sie hat das schon eigentlich wollen, dass der Bub den Hof übernimmt und hat da immer im Dorf rum erzählt, ja, jetzt fährt der da mit 2 Mähwerk, mäht der die ganze Wiese und der ist so klein, dass man meint, auf dem Bulldog sitzt gar keiner. da war sie mir ganz stolz und sie war jetzt eher so die dann gesagt hat, ja, du nimmst schon mal den Hof, gell? Hat sie immer gemacht. Das war dann so, mir eine Bestätigung abverlangend. Meine Eltern waren da, die haben da schon weitergedacht, die haben mir also keinen Druck gemacht. Die waren da großzügiger. Ja. Also ich habe mir auch gedacht, du musst zu deinem Vater, der sich das sicher auch gewünscht hätte, dass du den Hof übernimmst, aber der es irgendwie auch akzeptiert hat, dass du einen anderen Weg gehst. Ja. Du musst zu deinem Vater eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben, weil so wie du ihn in deinen Bühnenprogrammen dran nimmst, wirklich, das ist schon hart. Es war ein Prozess, durch den wir beide gegangen sind. Also die Frage ist, ist dein Vater wirklich so einsilbig, so verstockt, so geizig und so ein grauenvoller Koch, du ihn beschreibst? Nein, ganz im Gegenteil. Also das ist natürlich das Kabarett auf der einen Seite, da tue ich gern Dinge darstellen, auf eine lustige und überhöhte Art und Weise natürlich, aber in echt ist es zum Glück nicht so. Und es sind auch nicht alle Allgäuer, so wie ich sage, und es ist mein Papa auch nicht einsilbig, sondern er ist... Nein, überhaupt nicht. Er kocht wirklich gut. Das Restepfenn, er macht ja wirklich das Restepfenn. Das muss man jetzt unseren Zuschauern erklären. Es gibt diese eine Nummer, wie du beschreibst, wie dein Vater diese Restepfanne. Ja, genau. Ich bin bei Sekundären eingeladen. Da geht es so darum, in München, dass man die Freunde verwöhnt mit Krevettenpastetchen und Trüffeljus etc. Und wenn man bei uns zum Essen eingeladen ist, geht es halt eher darum, so, dass man den Kühlschrank leer macht, dass man schaut, was geht aus. Und mein Papa, der Experte bei der Wiederaufbereitung eigentlich nicht mehr zum Verzehr geeigneter Lebensmittel, dann sein Restepfennle kredenzt. Das ist ja auch was Gutes. Man muss das Zeug halt immer futschmeißen. Ich bin ja da selber auch. Ich erwische mich ja selber, wie ich dann schaue, Ablauf im Februar, also das geht schon noch. Das ist halt eine gewisse
Langlebigkeit und eine erhaltende Mentalität. Und du sagst ja auch so nett, dein Vater kommuniziert, wie du uns eingangs auch schon erklärt hast, der Allgäuer überhaupt, in so verdichteten Datenpaketen. Im Gegensatz zum Banker. Und das macht sich vor allen Dingen bei den Einstellungsgesprächen bemerkbar, der Unterschied. Ja, ich weiß, das Einstellungsgespräch bei mir, das war nicht, das endete schlichtweg nicht. Also Herr Schaffroth, wir freuen uns, dass wir Sie an Bord haben, Sie sind positiv, Sie sind ein People-Mensch, Herr Schaffroth, ich sehe da so ein Banking-Challenge in Ihren Augen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, Herr Schaffroth, wie wir die PS ganz gepflegt auf die Straße kriegen. Wenn ich jetzt so überlege, wenn man im Allgäu Einstellungsgespräch hat, wenn man als Lehrling im Stall eingestellt wird, dann heißt es halt, ich luege Schaffer. Da geht es also gleich rein mit der Gabel. Und das sind wahnsinnig viele unterschiedliche Welten. Unterschiedliche Galaxien. Ja, sie sind so nah beieinander. Können Banker eigentlich auch lachen? Oder wie erlebst du diese Welt der Banker? Ja, natürlich können die lachen. Also ich drehe auch vor den Bankern auf, ab und zu. Und die haben das natürlich gemerkt, dass ich unterwegs bin auf Bühnen und haben dann halt gesagt, Mensch, wollen Sie nicht da mal was machen? Der Chef feiert irgendwie Jubiläum und dann können, ob ich dann Auftritt machen will. Das habe ich oft gemacht und ich merke immer, dass die Dinge, mit denen sich die Leute am meisten wiedererkennen und die ich ja eben dann aus den Begegnungen ziehe mit Silke und Jörn, mit den Krevettenpastetchen oder eben die Allgäuer, die gewisse Dinge so und so machen. Gerade wenn ich dann den Romadur. Den Romadur und die Sparsame. Gerade wenn ich im Programm auf das komme, ich habe ja anfangs gedacht, ich kann gar nicht im Allgäu auftreten, das finden die nicht witzig, die fühlen sich auf den Schlips getreten. Aber man kennt halt einfach diese Allgäuer-Typen, die ich auf die Bühne bringe. Und gerade wenn ich da richtig hineingehe in die Wahrheiten, dann lachen die, also dann lachen die noch viel mehr. Und wenn ich eben bei den Bankern sage, Jour fix, jede Woche Jour fix, wo man dann eine Einladung bekommt über Outlook, Einladung zum Jour fix um 1400 CET, Central European Time, obwohl alle München oder Passau hocken, diese Irrsinnigkeit erkennen die ja selber auch. Und es ist gut, sie ab und zu humoristisch darauf zu bringen, dass das Irrsinn ist. Und dann lachen die und das ist vielleicht dieses Lachen so ein kurzer Moment, Erkenntnis, aus der man dann hoffentlich auch eine Konsequenz zieht. Die können gut über sich lachen. Also die Leute möchten sich in dem, was du überspitzt und karikierst, auch selber wiedererkennen. Ja, das war für mich. Dann funktioniert eine Pointe. Dann auch, ja. Es war für mich so ein Erkenntnisprozess, weil ich habe, wie gesagt, mich nicht getraut, im Allgäu aufzutreten anfangs und mich auch nicht getraut vor den Bänken. Ich weiß das noch, der Jörn, ein ganz lieber Kollege, den gibt es ja. Ne? Und, der war dann damals auch im Programm und ich dachte, oh je, das kann ich jetzt nicht so sagen, wie ich das sage. Und dann habe ich es aber doch so gesagt und der saß in der ersten Reihe und er hat gelacht und am nächsten Tag kam der zu mir ins Büro und gesagt, Mensch, Max, das ist echt witzig, wie du mich da eingebaut hast. Und so. Ich war heute Nachmittag war ich bei Mujis, das ist so ein Einrichtungshaus für funktionell puristische asiatische Möbel, das kannst du gleich ins Programm einbauen. Also die haben schon wirklich einfach einen Humor und ich glaube, das geht durch alle Schichten und Berufszweige. Wenn jemand Humor hat, dann kann er mit einem gewissen Abstand über sich selber lachen und wenn nicht, dann darf man halt nicht Kabarett angucken, dann fühlt man sich sollte man beleidigt. Da besser nicht hingehen. Ja. Ich habe gelesen von einem Auftritt vor 1200, was war's? Es waren Banker, ja, die Banker. Ja, genau. Ukrainische Banker. Das war damals, ja. Wie hat denn das funktioniert? Also ich meine rein sprachlich. Ich hätte erstens mal nie gedacht, dass ich über die Bank irgendwann Auftritte machen kann, vor allem auch international. Ich werde das nicht vergessen, wie damals ein Anruf kam aus Frankfurt. Herr Schaffroth, wir haben in der Ukraine eine Bank gekauft. fliegen Sie da mal hin und machen Sie ein bisschen Spaß. Nee, wirklich? Und ich habe, ja, da sage ich ja, okay, darf ich Leute mitnehmen? Ich brauche dann drei Blasmusikanten. Dann habe ich gute Freunde von mir, die Lechler Lackl, mit denen ich auch öfter auftrete, die Hüttenhofer Burben aus dem Lechl in München, wunderbare Blasmusikanten. Und dann noch den Markus als Gitarrist. Der und, Musiker, der mit dir auch dann. Genau, und hat uns da, die Bank hat uns da dann Lufthansa Business Class gebucht. Dann sind wir da rüber nach Kiew und haben
haben dann da 1200 ukrainische Banker unterhalten. Mit bayerischen Gstanzeln, oder? Ja, ja. Ich habe diese bayerischen Gstanzel vom Übersetzungsbüro übersetzen lassen. Wir hatten leider keine Ukrainer, darum haben wir es auf Russisch übersetzt. Aber es war in Ordnung für die Ukrainer, dass ein Deutscher Russisch singt. Maxi, du machst mich neugierig. ich höre. Pass auf. Mein Lubingatovic, a также поест, и к тому пиво немножко еще. Da, 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 da. Ja, da haben die angefangen zum Schunkeln und so, ja. Das war super. Hast du gewusst, was du da singst? Also hast du selber verstanden, was du da singst? Ja, ich habe das ja selber geschrieben. Ja, aber du hast es doch nie auf Russisch geschrieben. Nein, nein, aber ich habe das geschrieben auf Deutsch und dann habe ich das so übersetzt bekommen. Und du bist sicher, das ist auch korrekt übersetzt worden? Ich habe, ja, die nicht, Person die macht einen Fall. Vielleicht hat es einen politischen Inhalt. Einige haben die Veranstaltung dann verlassen. Ich weiß, nein, 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 nein. Das war, glaube ich, schon so. Ich habe das dann öfter schon Leuten erzählt und die haben gesagt, ja, es geht irgendwie um Käse und Milch und ich weiß es auch nicht genau. Sag mal, wie, kann ich jetzt den Banker mal fragen, wie legst du dein Geld an, dass du jetzt als, nicht als Banker, aber als Kabarettist, ja büschelweise verdienst? Naja, ich bin ein großer Freund vom Sparkonto. Wirklich. Das ganz... traditionelle, ja. Langweilige, klassische Sparkonto. Ja, also ich habe halt das mitbekommen, es gibt zwei Lager in der Bank. Es gibt wirklich Leute, die sind aus der Krise heraus sehr konservativ geworden und es gibt Leute in der Bank, die kennen gar keine Krise. Was für eine Krise? Also innerhalb der Bank gibt es das gar nicht, Krise. Und wenn man darüber spricht, nee, jetzt sprechen wir wieder über was anderes. Ich bin jemand, der hier sich zu den Konservativeren zählt, der jetzt nicht jedes neue Finanzprodukt, einen Collateral Range Accrual Swap total hip findet, sondern ich denke dann eher so Richtung konservativ-klassisch. Tagesgeld, ja. Sparkonto, Bausparvertrag. Ja, das. Wobei ich habe auch einen kleinen Betrag in einem Osteuropa-Fonds. Ich schau mal. Drücken wir dir mal. Ja, ja, genau. Ja, nach meinem Auftritt in der Ukraine ist das wahnsinnig hochgegangen. Jetzt bist du nicht nur Banker und Kabarettist, du bist auch inzwischen gelernter Schauspieler, muss man jetzt auch mal dazu sagen. Mhm. Du hast richtig Schauspielunterricht genommen und du hast, ich glaube, vor 2 Jahren ungefähr ein Stipendium gehabt in Hollywood, Drehbuch- und Regiestipendium. Ja, genau, das. Da ist natürlich meine Fantasie gleich mit mir durchgegangen, habe ich mir gedacht, ist das wirklich so da in Hollywood, wie man sich das vorstellt, so Superstars und Poolpartys? Es ist, für mich war das eine absurde Erfahrung. Also, auch wenn es war toll, ich habe viel gesehen und da einen Einblick in eine sehr, sehr andere Welt bekommen. Aber ich hatte noch ein Praktikum in einer Produktionsfirma in Beverly Hills und ich war also Intern, Praktikant. Das heißt, ich war nicht auf der untersten Sprosse der Leute. Ich hatte gar keine Sprosse. Ich war also wirklich, die haben mir morgens gesagt, the Intern, any jobs for the Intern? Yeah, wash the dishes. Dann bin ich halt rüber, so, weil die Kaffeetassen gewaschen. Ja, genau, die Küche war abgesperrt, dann habe ich auf der Toilette die Kaffeetassen gewaschen und dann haben die mich immer rumgeschickt, Fahrten durch Los Angeles zu machen und also alles immer wahnsinnig wichtig, everything very important. Ich werde es nie vergessen, wie der Produzent immer, Michael Shamberg hat immer einfach aus seinem Büro rausgebrüllt, hat gesagt, where are my unsalted cashew nuts? Wo sind meine ungesalzten Nüsse? Dann sind die Assistenten rot angelaufen, oh, Mr. Shamberg, we don't have the nuts on stock. Dann haben sie gesagt, okay. Das ist wirklich alles so ein bisschen hysterisch. Ja, ja, der Intern muss sofort die Nüsse holen. Okay, dann sage ich, ich habe doch hier den wichtigen Brief, den ich ausfahren muss. No. Ich muss die Nüsse holen. Die Nüsse sind das Allerwichtigste. Dann muss ich Nüsse holen fahren. Und dann am Ende des Praktikums habe ich gemerkt, das, was ich da immer so wichtige Briefe rumgefahren habe, da habe ich das gefahren da hoch in die Hollywood Hills. Und da kam da ein Kind, hat eine riesen Villa gegen 2 so Flügeltüren auf, kam ein Kind raus und schreit so, der Praktikant hat meine Zeichnungen gebracht. Ich habe also einfach nur Kinderzeichnungen durch die Gegend gefahren. Also es war eine wichtige Erfahrung, die du da gemacht hast. Das Kabarett war es gut. Ja. Wir hatten Workshops, Filmworkshops, also Produktion und haben dann auch einen Kurzfilm in L.A. gedreht und das war schon interessant, aber auch fürs Kabarett auf jeden Fall. Hier in Deutschland hast du unlängst gedreht mit Rosenmüller zusammen, im Sommer der Gaukler. Ja.
Auf den Film freuen wir uns wirklich alle sehr. Das ist diese Schikaneder-Geschichte, die Schauspieltruppe, die da irgendwo in den Bergen hängen bleibt. Mhm. Wen hast du gespielt? Ich habe einen, also es war ja ursprünglich ein Tiroler, der im Drehbuch also als Tiroler verankert war. Und der Rosenmüller ist aber also so ein offener und spontaner Mensch, dass er gesagt hat, da machen wir einen Allgäuer draus. Ich war ein Allgäuer Bergrebell, der eine vorrevolutionäre Arbeiterbewegung anführt. Es war also wirklich eine relativ große Rolle auch und viel, und das fand ich so toll, viel Improvisationsspielraum. Mhm. Wir hatten uns im August zum Proben getroffen und da habe ich so einfach so rumgesungen mit meinen Bergarbeitern und dann hat der Rosenmüller gesagt, ja, jetzt komm, singen wir weiter, das ist super, ja, das bauen wir rein. Und dann am nächsten Mal stand das dann im Drehbuch, dann hatten wir so einen Bergarbeiter-Blues. Das war also schon eine sehr inspirierende und offene Arbeit und ich habe auch noch da Allgäuer Sachen eingebaut aus Stefan. Im Herbst, glaube ich, können wir den Film sehen. Freuen so voraussichtlich Herbst, der kommt in die Kinos. Sehr drauf. Ja. Heute Abend warst du ja schon in Schwaben, Weiß-Blau, Hurra und Helau, zum dritten Mal, glaube ich, bist du da schon aufgetreten. Ja, doch, zu sehen. Da bin ich ganz verbunden, ja. Weißt du, was mir dabei eingefallen ist? Also in meiner Bank, da ist das Schalterpersonal immer Rosenmontag, Faschingsdienstag ganz lustig kostümiert. Hast du das auch machen müssen? Ja, also es hieß damals in meinem ersten paar Monaten der Ausbildung, die waren alle ganz aufgeregt, Fasching, wir verkleiden uns natürlich. Und ich dachte, also verkleiden war für mich, ich verkleide mich sonst nicht so gern, bin kein Faschingsmensch. Ich kann das so irgendwie immer ausleben, aber da in der Bank habe ich mich so darauf gefreut, weil die Atmosphäre war so unfaschingsmäßig. Man hat sich in der Bank nicht verkleidet und ich dachte, na super, verkleiden. Und ich habe damals daheim geschaut und dann habe ich von meinem Gitarristen, von Markus, der hat einen kleinen Neffen, der war damals 4 Jahre alt, der hat so ein Marienkäferkostüm und dann hat der Markus mir das gegeben, ich hatte den Anzug an und dann habe ich drüber das Marienkäferkostüm gehabt, das ging bis hierher, unten kam die Krawatte raus und es war so Marienkäferflügel und man hat also nur mein Gesicht hier so gesehen und habe ich mir so einen lachenden Mund hingemalt und so Punkte und so war ich dann am Schalter gestanden, dann kam ich in die Bank und dann hatten die anderen also kamen da in ihren großen Verkleidungen, so ein Hütchen, so ein Faschingshütchen. Also wirklich, aber du hattest die Herausforderung ernst genommen. Ja, ich dachte dann, ich bin also fehl am Platz, weil die anderen, die hatten schlichtweg keine richtigen Verkleidungen, sondern nur ein bisschen Fingernägel angemalt. Guck mal hier, rot und schwarz und gelb. Max, ich hätte es so gern gesehen. Maxi Schafroth im Marienkäfer, Halbkörperkostüm. Am Schalter. Ich fand das super, die Kunden fanden das gar nicht lustig, weil die haben mir natürlich große Geldbeträge gegeben und ich habe dann immer so das Geld angenommen, so, keine Ahnung, 5.000 Euro, so, ich schwöre dann mal zum Schließfach, halt, ich brauche eine Quittung. Also der Spaß war eher hinterm Schalter, nicht vor dem Schalter. Ach, Maxi, wir müssen leider aufhören. Schade. Ja, halbe Stunde ist schon wieder rum. Hab mich gefreut. Aber wir haben ja noch unser Gästebuch. Da darfst du dich noch mit einem ernsten oder launigen Satz, wie auch immer, verewigen bei uns. Freue ich mich schon drauf. Bin sehr gespannt, was du uns reinschreibst. Ich bin immer mit so Sätzen so, aber ich tue hinten reinschreiben. Das habe ich im Poesiealbum auch immer so gemacht. Ich habe mich hinten angewurzelt, dass keiner aus dem Album purzelt. Das schreibt man, wenn man nicht weiß, was man schreiben soll. Soll ich da jetzt gleich reinschauen? Ja, also die Kamera würde das dann sogar mit aufnehmen. Linkshänder? Linkshänder, ja. Ich habe mich hinten angewurzelt. Ich habe das keiner. Bist du einverstanden, wenn ich uns schon mal von den Zuschauern verabschiede? Das wäre schade, weil das hat eigentlich eine wahnsinnig hohe Ebene, was ich hier tue. Aber die Kamera beobachtet dich weiter, schneidet vielleicht einmal ganz kurz auf mich, damit ich auf Wiedersehen und Servus sagen kann. Natürlich auch im Namen von Maxi Schafroth. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren heute. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie auf unsere Homepage. Da erfahren Sie mehr über Maxi Schafroth, über unsere anderen Gäste und über die Sendung. Und da können Sie unter vier Augen auch als Podcast runterladen. Einen wunderschönen Abend wünschen wir beide Ihnen noch. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Album? Ja. Ohne P.